ich habe mal das iPhone von einem, ja, von einem, sage ich ja mal, in Anführungsstrichen Freund gesehen. Es hat den Sprung und mich wundert, dass es noch funktioniert hat. Also anscheinend sind die iPads und so oder iPhones oder was weiß ich sehr, wie sagt man, stabil. Also ich weiß nicht, was ihr von denen haltet. Schreibt am besten einen Kommentar, was ihr von diesen iPads-Dingern haltet. Also ich meine, das sollte man sich nur kaufen, wenn man Geld hat, natürlich, ne? Ach, diese Ausschläge, die lenken mich ständig ab. Was zum Teufel? Habe ich gerade 2000 Punkte so einfach so bekommen? Zack. Zack. So. Also ich glaube, in 10 Parts schaffe ich das Let's Play nicht. Ich wollte es eigentlich in 10 Parts fertig machen, weil ich gesehen habe, dass es mit Level 50 aufhört, das Spiel. Da habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich die 5 Level noch in einem Part. War mir aber nicht so sicher. Und jetzt ist es die Bestätigung, ich hatte Unrecht. Ich schaffe es nicht. Oh. Also wird das Let's Play, glaube ich, in 11 Parts oder so abgeschlossen werden. Oder wenn wir noch länger stecken bleiben, vielleicht 12 Parts, aber ja, ist eigentlich kein Mini-Let's Play mehr. Mein Call of Duty hat 20 Parts, glaube ich, war es lang. Eieiei. Naja, hätte ja auch nicht ahnen können, dass wir dauernd hängen bleiben, ich meine. Wo ich, ja klar, wo ich das Spiel vorgeschlagen habe. Also wo ich gedacht habe, dass ich das Spiel. Ach, was rede ich? Oh, vergesst am besten, was ich gerade gesagt habe, okay. Also, wo ich das Let's Play starten wollte, habe ich mir gedacht, das ist leicht, das Spiel. Einfach ein paar Blöcke abkloppen mit einem Ball und fertig. Aber nein, ich habe nicht berechnet, dass man auch diese Miniteile da, dass man auch Stunden davor sitzen kann. Ich wette, wir sterben gleich. Reine wie sagt, Intuition, oh mein Gott. Ich sollte nicht so schwere Wörter in einem Let's Play sagen, sonst muss ich es immer zu Ende sagen und ich stottere dann. Ich frage mich, wie Gronkh das schafft. Der schafft da immer so Fremdwörter wie, oh, was weiß ich. Solche Fremdwörter halt, ne? Nee, also, ach, geil. Also auf jeden Fall Fremdwörter, ne? Mehr müsst ihr wissen. Ich wusste es. Ich bin jetzt sauer. Wegen der Obstfliege habe ich ein Leben verloren. Ich würde sie jetzt. Okay, jetzt nicht mehr mit dem verbrennen. Jetzt habe ich was anderes vor mit den Obstfliegen. Jetzt habe ich was anderes vor. Aber das sage ich euch lieber nicht. FSK ab 18. Hui, ist das geil. Oh, ist das cool. Jetzt haben wir seine Augen ausgestochen. Yay. Zack. Oh, man. Ich wusste es. Woher ich das weiß? Keine Ahnung. Nicht witzig, nicht witzig. Ich sollte aufhören. Oh Gott, kann auch sein, dass das schlechteste Display ever ist. Ach, was weiß ich. Nee, es gibt schlechtere. Es gibt schlechtere. Das ist garantiert nicht das schlechteste. Ich habe mein Display gesehen, da hat man den Sprecher gar nicht verstanden, zum einen. Qualität von dem Video war extrem schlecht. Und er hat sehr viele Sachen übersehen. Welches Display es war, das sage ich euch allerdings nicht. Sonst diskriminiert ihr wahrscheinlich ihn oder was weiß ich. Aber es hat sich schon ein paar einige Aufrufe, so 700, also mehr als meine. Frag mich warum. Also irgendwie sind meine Videos sehr, sehr gut eigentlich, aber haben wenig Aufrufe. Liegt es vielleicht an den Tags oder an der Beschreibung oder an den Titel, dass die Leute das nicht anschauen? Ich weiß auch nicht. Also mein Yu-Gi-Oh! Spiel, also das hat 200 Aufrufe, natürlich top, ne? Aber ich weiß auch warum, und zwar habe ich mal einfach so eingetippt,
Also das ist ja ein Yu-Gi-Oh!, ne? Habe ich eingetippt, Let's Play Yu-Gi-Oh! German, ne? Und da kam sofort mein Video, also anscheinend, ja, weil es sowas noch nicht gab, ne? Auf YouTube ein Let's Play Yu-Gi-Oh! Auf Deutsch! Jetzt lasse ich Yanka Akimoto ran. So, jetzt reizt's mir. Geh, geh! Und jetzt begrüße ich euch mit Yanka Akimoto. Hier ist Yanka Akimoto. Hallo, Leute. Also, was hat denn der Kevin Lepe alles gemacht für eine Scheiße? Ein Seepferdchen, wie süß. Und er kommt nicht da weiter. Was für eine Lusche. Was für eine Lusche. Ich meine, ja, das schafft doch jeder, ne? Ja. Ah! Okay, das war gerade nur ein Testversuch. Das mache ich immer. Habt ihr ja schon mal gesehen, wo ich letztens gespielt habe, ne? Ja. Gut, 3K. Was bringen uns die Punkte? Punkte sind in dem Game für den Arsch. Ja. Okay. Das Teil ist das Schwerste. Wenn man schießt, dann am Hammer. Das ist schon fast geschafft, das Level. Ich raste hier aus. Hey, was machst du denn da, Kakimoto? Du hast auch nur ein Leben, was für ein Loser. Halt die Fresse, ja? Das ist viel schwieriger, als es aussieht. Ich wärme mich hier gerade nur auf, ja. Ist klar, ist klar. Okay, dann. Dann, ich wette, wenn ich in 5 Minuten komme, dann. Rastest du auch aus, Yanka Kakimoto, weil das Level ist wirklich schwer. Halt's Maul, ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt, ja. Ja, komm her. Ja, jetzt haben wir ein Extrabett. Siehst du, hä? Ja, so schön, aber ein Extrabett hilft dir ja nicht viel, viel weiter. Doch, 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 doch. Ja, schon. Siehst du, wir haben schon mehr als die Hälfte und ja. Ja, dieses Teil noch, dann sind wir unverwundbar, ja. Unverwundbar, was redest du? Keine Ahnung. So viel gecheatet. Ja. Ja, komm her. Bliese blau, ich hasse blau. Meine Lieblingsfarbe ist blutrot. Ja, komm her, ja, weg damit. Ja. Ja. Leck mich am Arsch. So, Yankakimoku schafft es. Ja. Gut, und jetzt noch diese zwei Aussie-Teile. Ja, gut. Jetzt haben wir 6000 Punkte, die wir gar nicht brauchen. Ja. Yeah. Und dann noch hier. Ja, gut. Ja, wir brauchen zuerst das Teil. Ja, das haben wir weg. Und jetzt noch dieses Teil. Mein Gott, wie konnte Kevin LP das nur nicht schaffen? Ja. Yeah. Der ist doch sowas von schlecht. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Seht ihr? So leicht. So, jetzt hole ich Kevin LP. Wartet mal kurz. Okay. Okay, Topper. Er hat bestimmt gecheatet, ne? Er hat bestimmt das nächste Level hergeholt, ne? Mit Codes. Also, das kann nicht sein. Ich brauche dafür 10, 20 Minuten. Und der Kakimoto schafft es in 5. Allerhöchstens. Was geht ab? Was ist Yanka Kimoto für ein Gamer? Oh mein Gott. Naja. Also gut, das sieht eher aus wie so ein. Yeah, TNT. Und noch Bash. Kacke. Scheiße, was war das Passwort? Ich hab's vergessen. Ach, warte jetzt mal kurz. Ich schau jetzt mal nach. Was ist das? Kanal von Kevin's Play, ja, super. Okay, google.de. Schau ich mal nach, du sollst ja mitsehen, ne? Ich bin ja jetzt so der eine, der es so verheimlichen will. Smashing Codes. Codes. Ach, scheiße, Codes. Ich bin so blöd. Codes. Gut, hier sieht's gut aus. Jawohl, das ist eine Online-Seite. Das war Level. Copper Top. Copper Top. Okay. Diese Teile sind echt sehr fies versteckt. Diese roten. Das Rot ist übrigens Yankakimotos Lieblingsfarbe. Sowas. Only Chuck Norris can beat this. Hey! Verstecktes, oder? Komm! Nein, ich gehe nicht Game Over. Leck mich, Leute. Ah! Nicht ihr, Leute, sondern die Macher des Spiels. Ich würde euch niemals lecken. Nein.
Ich werde euch niemals lecken. Oh man. Oh man. Das waren die Versteckten, wegen denen habe ich verloren, genau. Naja, okay. TNT ist besser als nix. Das sage ich auch, wenn ich es im Radio höre. Ich mag TNT eigentlich nicht. Also ich hasse eigentlich alles, was im Radio läuft, ne, momentan. Also bei uns, ich lebe ja in Bayern, da gibt's, hä? Wahrscheinlich zählen die Verdeckten, die Versteckten nicht. Also bei uns in Bayern, da gibt's ja sehr viele Radiosender, aber alle davon finde ich scheiße. Frag sich nur warum. Immer das gleiche Spiel im Radio plus sehr viel Werbung ist gleich Katastrophe. Okay, das ist das letzte Level. Aber noch nicht das ganz letzte für dieses Let's Play, denn wir müssen ja noch eins nachholen. Und zwar, Boom heißt es, glaube ich. Da, das haben wir übersprungen, ne? Okay. What the hell? Wenn wir diese Sprengteile da kriegen, dann haben wir es schon. Alter, wie viele Verdeckte. Ich sag Verdeckte. Versteckte sind da. Ja, wobei, Verdeckte kann man es eigentlich auch nennen. Ach, Speedball, der bringt nichts. Der ist jetzt schon auf volle Geschwindigkeit. So. Oh man. Do you will provoking me? Do you will provoking me? Provoking me. Na toll, das TNT-Teil, das bringt uns nichts. Oi, oi, oi. Das war grad godlike, was ich da gerade gemacht habe. Und das auch. Ach, das nicht, aber. Das müssen wir jetzt auf. Oh, nee, das kriegt man. Aber ich will. Ah! 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 Full Time. Mit Bindestrich. Okay, ich sollte auf die Versteckten achten. Hier gibt's überall Versteckte. In jeder Ecke könnten sie sein. In jedem verdammten Loch. Oh nein, jetzt rede ich ja wie Yanko Hakimoto. Ah, scheiße. Ach, schon wieder. Ich tippe dauernd die rechte Maustaste. Yeah. TNT, toll. Hey, der hat gerade gecheatet. Der Ball hat gerade gecheatet. Wenn ihr zurückspult, werdet ihr sehen, dass der Ball gecheatet hat. Und zwar genau hier. Cheaterball. Ja, das hatten wir schon mal, das Thema, ne? Smashing heißt Cheaterball auf Deutsch. Von Chinesisch auf Deutsch. Ah ja, da habt ihr den Stern gesehen, ne? Das ist auch der Grund, warum hier so ein Stern ist. Das ist dieser chinesische Stern von der chinesischen Flagge in China. Der übrigens Chinesisch... Die übrigens chinesisch ist, jawohl. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh Gott. Oh Gott, überall Versteckte. Das ist ein reinstes Minenfeld hier. Da kann jederzeit eine Falle sein. Hier haben wir dieses, wegen diesem Teil, glaube ich, haben wir letztens verloren im letzten Level, ne? Oder irgendwo hier. Hä, hey, aber vorhin, warum zählen jetzt hier nicht die Verstecken nicht? Ich glaube, wir müssen nur das Teil und dann haben wir's. Oder? Nein, aber das sind doch Versteckte. Im letzten Level haben die doch auch nicht gezählt. Warum zählen die hier jetzt plötzlich? Oder muss ich die zuerst alle aufdecken? Oh, jetzt kontrollieren wir mal und machen es ganz langsam. Dann werden wir alle Versteckten schon gefunden haben. Oder beziehungsweise noch welche finden, die wo wir noch nicht gefunden haben. Okay, noch einmal langsam zurück. Und jetzt ab! Bam! Und jetzt Leben verlieren! Spaß. Oh man. Ich sag ständig oh man. Okay, dann sage ich oh man jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Meine Fresse.
Meine Fresse, ein neues Wort. Kevin hat wieder ein neues Wort gelernt.